Max Bergmann, der Co-Trainer des Halleschen FC, sitzt hier am ersten Tag des Trainingslagers, am Anreisetag sozusagen. Max, erzähl uns doch kurz, wie sind die ersten Eindrücke, wie sind die Bedingungen? Die erste Einheit ist auch passiert schon. Wie läuft's? Genau, ja, wir sind heute ganz gut angekommen, hatten heute auch angenehme Temperaturen im Vergleich zu der Hitze am Wochenende, haben hier gute Bedingungen, gerade was Regeneration und Kraft betrifft, einen guten Trainingsplatz vorgefunden, also im Grunde von den Bedingungen her ideal. Wie viele Spieler sind denn jetzt an Bord aktuell? Na, aktuell haben wir 21 Feldspieler dabei und zwei Torhüter. Das kommt daher, dass noch ein paar Nachwuchsspieler bzw. Spieler, die jetzt aus dem Nachwuchs rauskommen, wie Lukas Harlang, Lukas Griebsch und Luca Bendel, nachreisen, weil die aktuell noch schulische Verpflichtungen haben. Okay, was war denn der Inhalt oder der Schwerpunkt im heutigen ersten Training? Ging es einfach die Reise aus den Knochen schütteln oder gab es schon wirklich ganz gezielt einen Schwerpunkt? Ja, war so eine Mischung aus beidem. Also wir hatten ja gestern einen freien Tag, hatten jetzt heute die Reise, mussten erstmal so ein bisschen reinkommen, haben was im technischen Bereich gemacht, im koordinativen Bereich, Passspiel und sind dann aber relativ früh schon in eine Spielform, kleine Spielform mit Fünferteams, wo ordentlich Zug drin war, wo auch eine hohe Intensität war. Also da einfach schon versucht, mit fußballerischem so ein bisschen die Beine ein bisschen fitter werden zu lassen. Heute haben ja erstmals Andor Bolicki und Timur Geiret mittrainiert. Sieht's gut aus? Ja, haben sich super eingefügt in die Mannschaft, super Typen auf jeden Fall. Haben direkt gezeigt im Turnier, dass sie Bock haben, Fußball zu spielen. Sehr, sehr offensiv denkende Spieler und passen, glaube ich, ganz gut rein bei uns. Sehr gut. Morgen am Mittwoch ist der erste komplette Tag hier in Halbert Heiligenstadt. Wann geht's los für die Jungs? Es geht um 8 Uhr schon los, wir haben da die erste Einheit und machen dann noch zwei weitere Einheiten im Laufe des Tages, also versuchen morgen definitiv das Trainingspensum nochmal hochzuschrauben. Wunderbar, denn viel Spaß am ersten Abend hier im Vital Hotel und wir hören uns morgen wieder. Ja, vielen Dank.